Schon gestartet gehabt. Oh mein Gott. Kannst du das bitte rausschneiden? Ja, ist dann aber vorne das bisschen. Das hat mich jetzt rausgebracht. Ich trinke jetzt Apfelschorle. Ja, schön, freut mich. Also, Ja. wir sind erstmal hier bei unserem Lobby. Oh, so, sollen wir mal bereit machen. Bei unserem Lobby-Gelaber. Wer das nicht hören will, sollte skippen. Das ist möglich. Ist Ihr mir müsst. aufgefallen, dass Ja? Apfelschorle wie Bier aussieht? Aber sehr klares Bier. Ich glaube, Bier ist trüber, würde Wirklich ich sehr mal so klares sagen. Bier. Ja, das auf jeden Fall. Aber es sieht an sich, also wenn du das nicht Ja, weißt. wenn man es im Bierglas packen würde. Aber es müsste halt schäumig. Aber Apfelschorle kann auch schäumig sein. Da musst du halt ein bisschen schütteln und Nicht dann so packst du es schaumig, in. aber wie Bier. Nein, aber wenn du es schüttelst und dann in ein Bierglas tust, Ja, glaubst vielleicht, du? weiß ich nicht. Müsste Weiß man ich sich auch nicht. überlegen. Aber warum will man das, ist die Frage. Das Sehr ist, da philosophisch ist alles. irgendwie kein Sinn hinter. Ja, wie gesagt, wer sich das Ja. nicht anhören möchte, warum man auch immer mal Apfelschorle in Ja, ein alle hören Bierglas sich das reintun an. sollte. Nein, skippt Alle hören sich einfach, das wenn an. ihr das Alle hören hört. sich das an. Skippen! Na, nein, Skippen! das gibt's in der Statistik sieht das nicht gut aus, wenn man Wenn man weniger skippt? Minuten Spielzeit hat. Ja. Ja, aber wir haben Weil du ja sonst. die Ja. Statistik ist eh gerade nicht aussagekräftig. Eben, nee, ist sowieso egal irgendwie. Ich finde das mal Also, voll ich sag in mal so, wir die haben definitiv männliche Zuschauer, aber unsere Ecke. YouTube-Statistik sagt halt so, ja, wir haben 100% weibliche Zuschauer. Also, ich meine, gut, wir haben nicht viele Zuschauer, aber trotzdem ist es nicht möglich, weil wir haben einen Freund, einen männlichen Freund, der unseren Kanal abonniert hat. Das ist nicht, also ich weiß ja nicht, was er bei seinem YouTube angegeben hat, aber Robin, ich Grüße gehen spreche an mit der Stelle dir! raus, ne? Grüße gehen an der Stelle raus. Ja. Robin, fühl dich angesprochen. Ich rede mit Wenn du dir. mir unsere Folgen guckst. Ich möchte dir nicht unterstellen, was du da bei deinem Geschlecht angegeben hast. Ich bin mit allem zufrieden, also ich unterstütze dich voll. Aber trotzdem frage ich mich doch, warum du mir es nicht gesagt hast. Ja, die Folge wird man sich auf jeden Fall reinziehen. Ich merke gut. richtig, wie ich am Oh. Schwitzen bin. Boah, voll warm hier in der Bude drin, obwohl es eigentlich gar nicht so warm ist. Aber ich möchte auch nicht das Fenster aufmachen, weil da Mücken reinkommen. Und ich hier voll in einem Scheinwerfer beleuchteten Deswegen habe ich bei Zimmer. mir Fliegengitter angebracht, weil Fliegengitter immer Aber gut sind. ich finde Fliegengitter halt scheiße. Gutes Also meine Meinung Statement. dazu. Ich kann das begründen, okay? Weil ich sitze sogar, wenn es im Sommer nachts sitze ich gerne an meinem Ja, Fenster, okay. so, weil ich kann mein Kissen, wenn ich mein Kissen drüber Ja, lege, okay. dann kann ich da draufsetzen und dann kann ich so über die Beine baumeln lassen. Und das finde ich richtig Ja, du angenehm. Mache kannst ich das halt zwar machen. fucking selten, aber das finde ich halt gut. Und wenn ich Fliegengitter hätte, Ja. hätte ich das nicht. Ja, bei mir wäre das ein bisschen awkward, wenn ich zur Straße raus einfach auf dem Fenster Ja, sitze. okay, bei mir geht es. Ich sitze halt. Es stört mich ein bisschen, dass wir Nachbarn haben. Wir hatten lange Zeit keine Nachbarn, weil das Haus leer stand. Das war dann halt chillig. Aber jetzt haben wir Nachbarn. Das stört mich. Okay, jetzt ist gut, seit bestimmt schon 5 Jahren, aber das hat sich verändert. Sollte auch mal die War Nachbarschaft beobachtet. Ja, Nicht dann es nur die war Jugend beschwert. ganz weird. Dann habe ich da auch immer so Leute aus der Schule gesehen, die ich kannte, die dann so. Nee. Danke, auch, das ist immer unangenehm. Aber naja, das war eine andere Geschichte jetzt. Denke ich mir so. Wenn man in so einem kleinen Städtchen, okay, kleinen Städtchen, wenn man in so einem In Stadtteil einem groß wird, Vorort. in einem Vorort, wo so jeder jeden kennt und man dann einfach Ja. älter wird und immer noch da lebt und immer noch irgendwelche Leute trifft, schrecklich. Ich kann Gut, nicht dass ich in joggen einem gehen, ohne mich beobachtet zu fühlen. Stadtteil wohne, wo zwar auch Leute sind, die ich kenne, aber irgendwie sind die nicht da. Wie treffe ich die nicht mehr? Ist komisch. Vielleicht sind sie Also doch irgendwie. weggezogen, weil sie sich dachten, doch nicht so der Ja. Place to be. Ja, doch, auf jeden Fall. Na, mit dem Internet auf Schon. jeden Fall, du, ne? Also Internet Also. ist ein bisschen kritisch, aber das lassen wir einfach stehen. Ja. Internet, wir können aufnehmen, das ist die Hauptsache. Ob ich Ja. irgendwelche Folgen uploaden kann, weiß ich nicht. Ja, sonst fahre ich eben zu dir rüber und gebe dir einen Stick. Ja, dann Einen lade ich die bei mir sticken mit meinem Chick. absolut unglaublich tollen Internet. Kann ich die auch Ja, hochladen? hallo? Ja, das ist Weltenunterschiede. Ja. Ja, ist echt so. Das stimmt Ja. leider. Und wir wohnen 20 Minuten voneinander entfernt. Es ist so Naja, ich traurig. sehe die Frage 20 Minuten mit was, ne?
Ja, ich bin jetzt mal mit, also mit dem Auto bist 5 bis 10 Minuten. Und mit zu Fuß 50 Bus? Minuten? Ja, mit Bus und Bahn 20 Minuten. Bus und Bahn 20 Minuten? Ja. Aber du musst ja auch noch da hin. Ich würde sagen, eine halbe Stunde. So, 10 Minuten. Ja, wir wollen jetzt schätzen. Wer ist näher dran? Aber wenn du den Laufweg mit einbearbeitest, ja, zu dir läuft man halt noch. Ja, eben, zu mir. Ewigkeiten, ja. Übertreib halt gleich. Nicht mal gleich 5 Minuten, okay? Ich weiß ja nicht, wo du aussteigst. Unten da. Mal Straßenhaltestelle oder wie. Ja, klar. Ich laufe meinen ganzen Weg da hoch. Genau, du fährst eben da. Kann ich jetzt keine Stadtteile nennen, das ist ja nicht schlecht. Einmal in die Nordstadt. Du fährst einmal in die Nordstadt und dann zu mir, ne? Einmal in der ganzen Stadt rumherum. War schwierig, so ein Gespräch zu führen, ohne irgendwelche Stadtteile zu nennen oder sonst was. Ja, irgendwelche Ortsangaben zu machen. Das ist so eine Kommunikationsebene. Na, die man dann. Dann schon. Ja. Ja, geht dann schon. Irgendwann werden wir sowieso einmal verquatscheln oder so. Ah. Dann machen wir da so ein Piepton drüber. So ein Beep! Was ist ja lustig. So, RTL 2 Piep. Ja, genau. Auf Streife Piep. Ja, auf Streife! Tatütata! Da! Da! Es geht los! Ja. Okay, jetzt Konzentration. Oh mein Gott. Meine Nase juckt. Ach du Scheiße, oh mein Gott, da haben wir ja mal so einen Clown eingeladen. Aber eigentlich hat das auch Style, wenn jemand so richtig verrückt ist, weißt du? Wenn jemand so richtig am Rad dreht. Ja, aber es ist halt nicht sehr tarnungs... Ja, das ist also ja immer das Problem, also... was wir damit haben. Aber ich weiß nicht... Ja, also wenn es ja ein ihre Style Sache. Ist, also so ist das ja. Also stört so grundsätzlich in der realen Welt ist mir das auch vollkommen egal. Jeder kann tragen, was er will. Aber in Spielen, wo es ums Verstecken geht... Ja, das ist halt immer fragwürdig so. Ja, aber vielleicht ist sie ja so gut, dass sie das einfach nicht nötig hat. Vielleicht braucht sie nur so eine Extra-Challenge, so. Kann ja sein. Aber die Auffälligen sind meistens die, die auch auffällig... Ja, die haben aber dann vom Spielstil sind dann halt so Hauptsache Punkte fahren meistens. Aber nicht immer, wir wollen wieder nicht auf alle Personen schließen. Wir wollen wieder nicht pauschalisieren. Ja, ein paar Pauschalreisen gehen momentan nicht. Corona, okay. Was haben wir gelacht? Nein, okay, sorry. Oh, mir ist gerade mega warm hier. Mir ist auch mega warm, aber ich glaube, es liegt eher am Spiel. So warm hier. Weil eigentlich glaube ich nicht. Aber es ist gut, ich schlafe ja aktuell im Keller. Aber doch, morgen soll es 30 Grad werden. Oh, perfekt, ich bleib einfach im Keller. Aber ich nehme diesmal mein Kopfkissen mit, weil ich konnte mit dem anderen Lass Kopfkissen. Lass doch mal Sims spielen. Sims, ja. Ich muss doch meine Vampirin ein bisschen weiterbringen. Ja. Discord, weiß Bescheid. Da muss ich eine neue erstellen. Und vielleicht auch einen Alien erstellen. Ein Alien! Ja, aber ich müsste mal bunte Alien. Sims erstellen. Eine. Mega spannend, wir zocken so die. Oh, Krotos Brett. Erstmal über Sims reden, so. Das unspektakulärste Spiel überhaupt. Aber ich finde Sims das trotzdem gut. Ist mir scheißegal, was Leute sagen. Ich finde Sims Guten gut. Guten Tag! Also nicht Sims 4. Sims 4. Oh nein. Ja, nicht anfangen, ich habe ein Besitzding. Oh, dann. Guten Tag, Madame. Oh, Nancy ist irgendwie ansprechbar. Oh, bei mir ist der Dude. Oh, bei mir ist ich auch bin am Generator. Pyramidenkopf! Pyramidenkopf! Auch voll geile Musik. Die Musik, finde ich auch richtig gut. Die Musik ist herbe geil. Ja. Gut, dass wir uns darauf geeinigt haben. Ich sage in letzter Zeit voll oft herbe. Aber ich finde herbe auch ein gutes... Herbe ist so richtig Ruhrpott, oder? Weiß herbe. Ich nicht. Ich kann gar nicht beurteilen, von wo, was, welche Redensart kommt. Ich bin immer von diesem fucking Pferd abgelenkt. Gruselig. Ich finde dieses Pferd, ich liebe dieses Pferd, das ist voll schön. Das Psycho-Pferd, das hat drei Augen. Schön. Das hat drei Augen. Ja, das ist ein Pferd, nicht normal. Das hat einen langen Hals, das hat einen langen Mund. Ich finde, das ist schön, okay? Ich mag alle Tiere. Das ist aber ein Blut. Ja, ich mag alle Tiere, ist mir egal. Ich mag sogar dich. Hallo, das war ein Kompliment, ich habe dich gerade Tier genannt. Ich bin verängstigt und ich weiß nicht, oh mein Gott, ich glaube, er ist hinter mir her. Hä, ich bin einfach hier geblieben. Am Generator irgendwie.
Ach du Scheiße, was hat er denn getan? Ja, ich mach den Generator mal fertig. Ich hab gar nicht gecheckt, was abgegangen ist. Alles klar. Aua, Stacheldraht. Hab ich gerade voll gefühlt. Hab ich an meinem Körper gefühlt, den Stacheldraht. Oh, Stacheldraht ist auch so. Wenn man sich so vorstellt, man sich so einen Stacheldraht zu headern, so voll reinzulaufen. Oh. An so einem Zaun oder so. Aua! Aua! Ah, okay. Scheiße. Oh, wie oft Fähigkeitschat denn? Oh. Okay, er hat mich verlassen. Er hat mich verlassen! Okay, sorry. Ich muss nur kurz ein bisschen überreagieren. Aber was? Ah! Oh, dieses Geräusch, cool, ist nicht so geil. Okay, der Stacheldraht. Ich hinterlasse jetzt selber auch Stacheldraht. Das ist natürlich scheiße. Also ich hinterlasse so eine Spur aus Stacheldraht, ja, wenn ich ganz normal laufe. Sieht er mich? Er sieht mich. Er sieht mich mit Stacheldraht. Oder sowas. Er hat mich einfach gesehen. Okay. Wow. Das ist scheiße. Ich mach mal dieses Totem. Was tut er? Er lässt mich fallen? Totem lenkt mich ab. Ich hab lange keinen Oh, er tötet mich. Oha, ich sehe das gerade. Was? Nee, du hast so in so einem Käfig. Du bist in so einem Käfig oder irgendwie. Ja. Was ist das denn? Das sehe ich auch. Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe es eben nicht. Kann ich dir irgendwie helfen? Was kannst du dich bewegen? Ich habe keine Ahnung. Kannst ich kann nichts bewegen? Tun. Nee. Soll ich dann zu dir gehen? Ja, ich verliere Blut. Versuch mal irgendwas zu tun. Vielleicht kannst du da, hast du eine Interaktion. Ja, ich muss aber mich langsam nähern. Aber er ist nicht da, ne? Nö. Also glaube ich. Vielleicht ist er. Also ich habe keine Ahnung, was hier gerade vor sich geht. Wo bist du ungefähr? Bei Hugo. Glaube ich. Nee, bei dem Zirkus. Oh, da ist Nancy schon. Sie hat mich befreit. Und sie hält mich direkt vor Ort. Ja, Alter. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, danke. Und jetzt lass mich... Ja. Dankeschön. Fuck, bin dumm. Bin so dumm. Jetzt bin ich voll umsonst rumgelaufen. Wollte dir eigentlich. Wo bist du denn zufällig? Jetzt bin ich bei der Hugo-Hütte. Okay. Vielleicht schaffe ich es da hinzukommen, wenn er mich nicht wieder vorher. Muss er nicht. Das ist ja gar nicht. Ich habe alles in Ordnung bei dir. Hallo. Ja, ist gerade gar nichts. Aber dann müsstest du geheilt werden. Aber du kannst dich selber heilen, oder? Oder was ist. Er ist gerade voll in meiner Nähe, das ist ein bisschen blöd gerade. Okay, jetzt nicht mehr. Und denk dran, schleichen, wenn Stacheldraht irgendwo ist, ne? Kann man da drüber schleichen? Ja, meine ich schon. Also letztes Mal hat sie das in der Folge gemacht. Ich glaube, das. Okay. Also, das ist jetzt nur beruht auf irgendwelchen Beobachtungen. Es kann auch sein, dass es einfach. Ich versuche es erstmal auszuweichen und wenn es nicht geht, dann werde ich schleichen. Ja. Ja, wenn du verfolgt wirst und dann random schleichst, ist ein bisschen lustig. Ja, dann will ich halt nicht schleichen, weil dann laufe ich halt in den Stacheldraht. So, stopp, können wir bitte hier kurz Halt machen? Ich muss über den Stacheldraht gehen. Oh, das sah ja schön aus. Ja, ich heile mich mal kurz selber. So. Oh, das war bei mir in der Nähe. Oh, gut. Aber ich hab den Generator gleich fertig. Okay, das war aber... Ah, da bist du. Okay, dann sollte ich vielleicht woanders hin. Oh, ich liebe die Musik. Sorry, aber ich will irgendwie in der Nähe von dem Typen bleiben, um die Musik zu haben. Ich muss hier weg. Aber sie rennt so durcheinander rum. Okay, ich renne sie auch rennt mal durch. So durch. Ich kann es nicht einschätzen, ihr Verhalten. Weißt du, wo er ist? Ja, er ist bei Hugo. Er ist bei Hugo. Oh, na, ich weiß gerade nicht, wo Hugo ist. Ja, das Tote wurde auch gemacht. Mann. Sehr weit weg. Und alles für mich. Immer. Ich glaube, die andere Seite ist ein bisschen safer. Okay, dann mal rum und mach irgendwas. Da ist ein Tote. Ich möchte ein Tote jetzt halt diese Folge noch gemacht haben. Ich weiß nicht warum. Man braucht ja Ziele im Leben. Aktuell sind auch noch alle am Leben. Also die Chancen stehen aktuell ganz gut. Ja.
Außerdem ist es, glaube ich, ganz gut, die Tote zu machen. Dann blutet man, glaube ich, ja nicht viel aus. Ah, er ist gerade bei mir. Okay, er ist an mir vorbei gestrived. Okay. Und er geht Richtung Kirmes. Oha, ja, ich bin... Oh! Ich war in so einem Zelt drin. Er hat, er hat sowas so direkt neben mir gezogen, so ein Draht, so ein Stacheldraht. Oh! Das war sehr scary. Ich dachte, er würde, hätte er sich umgedreht, hätte er mich sofort gesehen. Oh. Er war ja dahin. Ich bin jetzt verwirrt. Ich habe Angst zu laufen. Ah, hallo. Hallo. Ich glaube, Mut ist wirklich auch, wenn man so, wenn der bei einem ist und man dann ungefähr die Wegrichtung beschreibt, wohin er hingeht. Kann sich der andere vielleicht ein bisschen drauf einstellen. Ja, das glaube ich auch. Das ist eine gute Idee. Teamwork makes the dream work. Ah, da ist er irgendwo in der Hütte, sorry. Ich war scheiße. Ja, ich war scheiße. Das war die Zusammenfassung. Wollte schon voll auf den... Nein, okay, ich geh weg! Oh Gott, was ist denn mit mir los? Ich kann ja gar nichts mehr. Voll Brain AFK. Oh, es hat so gut angefangen. Out of. Nee, jetzt bin ich verwirrt. Habe ich das richtig gesagt? Ich weiß nicht, ich wollte jetzt so einen coolen Let's Player-Slang. Oh. Okay, links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Er geht nach links, er geht nach links. Aber Vorsicht mit Stacheldraht. Ja. Aber die ist ja sehr auffällig so. Ist ja nicht unbedingt eine Stolperfalle. Ja, aber ich glaube, man kann es doch sehr leicht dann übersehen, wenn man so man muss halt auch Gras vor sich hat. Ja, gut, das kann... Nee, weil... Oh Gott, die Kirmesmusik, ey. Ich hasse den... Oh, da kommt er, glaube ich. Zum Rechten? Ja, ich glaube schon. Okay. Ich bin mir unsicher. Ich auch. Er könnte auch irgendwie gejagt haben. Ich mach einfach mal peu à peu. Dahinter ist er, glaube ich. Jagt irgendwie. Oh. Ja, er jagt irgendwie, glaube ich. Oh mein Gott. Verflucht. Warum? Was passiert mit mir? Weiß ich nicht. Irgendwer wurde in den Käfig gebracht. Ja. Oh mein Gott. Irgendwas passiert hier. Okay, das Tor ist offen. Ja, ich bin bei dir, aber irgendwas passiert hier gerade so ganz komisch. Irgendeiner ist in einem... Übel verunsichert. Ist der dahin eine? Ist der Käfig. Oh, er wird schon gerettet. Okay. Wow. Oh, er ist hier, er ist hier, er ist hier. Im Ausgangstor. Ja, er ist jetzt gerade. Kann sein, dass er gleich wieder weggeht. Ja. Oh, hallo. Glaub, er ist weg. Fuck, ich bin ein bisschen am... Juckt mich nicht. Okay. Warte mal. Können die anderen bitte auch herkommen? Die anderen bitte auch hier herkommen? Ist doch alles in Ordnung. Wenn wir erstmal hier drin sind, dann können wir das eigentlich noch. Es ist doch alles meistens. Das stimmt. Ja. Gut. Ich würde nur sagen, vielleicht wir verschaffen die anderen das andere. Ja, aber wir können. Okay, vielleicht würde ich doch ein bisschen gehen. Ich weiß nicht, wann der. Hallo, guten Tag! Tschüss! Oh, je, je. Ich möchte gerade noch versuchen mit deinem Schwert. Ja, ja, ich möchte. Ja, hat nicht geschafft. Bei uns hat er sich reinbekommen. Nein, okay. zu viel Anspielung. Okay, ich guck zu. Ah, die hier sind auch an der Ausgangstour. Alles safe. Ah, schön, die heilen sich. Alles safe. Ich will mich mal verpissen. Ja. Ah, der hat den Schlag auf sich genommen. Ja, das ist natürlich nett. Das war gut. Aber die waren, 2 und 4. Die waren ja fucking gut. Die beiden anderen. Ja, okay, deswegen haben die wahrscheinlich auch. Deswegen war das auch da, die wahrscheinlich auch schlau und haben nicht 5-mal den Generator verkackt wie ich. Ach, das ist ja nicht so schlimm. Ja. Boah, die ist echt richtig stark. Legolas, finde ich auch. Legolas, ach Legolas, ich hab die 1 als T. Legolas, finde ich gut, ich bin auch ein Legolas-Fan. Ja, okay.
Ich bin ein Ben Fighter-Fan. Okay. Ja, ich weiß, wer Legolas ist. Ich bin auch ja, ein normal gebildeter Mensch. Ja. Ich weiß ja nicht. Ja, Legolas kennt man. Oh. Legolas ist halt cool. Huh? Was ist? Ich hatte voll den lustigen. Ich hatte noch kurz den Pyramidenkopf jetzt gesehen, als ich rausgegangen bin aus der Lobby. Okay. Das war ganz komisch. Ja, aber. Ja, voll geil. Warte kurz, das muss ich eben selber noch. Warte, jetzt muss ich eben selber noch eben so abschließen, weißt du? Hä? So, und so, du bist jetzt im Lobby-Dingen. Nö, noch nicht. Ich bin im Ladebildschirm zur Lobby. Ja, okay, dann können wir folgen. Wenn ich mich auch schon haben wir ein gleiches Ende. Oh, Alter. Unnötig, okay, dann. Tschüss, bis denen. Tschüss.